ist manchmal so, dass wir das komplett erfinden und das ist natürlich immer schön. Manchmal kommt der Kunde auch und hat schon einen Gedanke, wie er da natürlich das Prozess machen will, was er alles brauchen wird und versuchen wir ihm zu helfen mit unserem Know-how. Und das liegt unter anderem im mechanischen und elektrischen Engineering bis zur dreidimensionalen Darstellung des Modells am Computer. Schließlich geht es darum, alle Abläufe in einem Prozess von vornherein zu beherrschen. Automation und Scansys unterhält dafür seine eigene Kreativabteilung. Hier fängt eigentlich alles an und hier muss das Projekt gut durchgenommen werden, gut gezeichnet werden. Nun kann am Rechner alles noch so gut gezeichnet und geplant sein. Inwiefern die kreativen Ideen sich auch umsetzen lassen, erweist sich in der Praxis. Darum kommen die laufenden Projekte täglich neu auf den Tisch. Während dem Projekt entstehen eben Probleme, Fragen kommen auf oder Montagesysteme, die nicht zusammengehen. Und da müssen wir natürlich reagieren, gucken mit dem Kunden, was bei den Stücken, die zu montieren sind, zu ändern ist und noch zu ändern ist. Oder dann auch die Maschine umzubauen, dass es eben geht. Also das ist ein permanentes Leben mit dem Kunden in einem Projekt. Als Spin-off-Unternehmen hat sich Automation Anfang der 80er Jahre darauf verlegt, Montageautomaten für die Industrie herzustellen. Maßgeschneiderte Prototypen und Einzelanfertigungen, je nachdem für vollautomatische Produktionslinien oder für solche, wo der Mensch noch eine Rolle zu spielen hat. Ja, was Sie hier sehen, ist wirklich das Kerngeschäft von Automation. Also das ist ein Rundtisch, das heißt, die indexiert. Und auf jede Position wird dann ein Arbeitsgang ausgeführt. Und hier die Arbeitsgänge hier sind automatische Pressvorgänge, wobei man misst, ob das mit der richtigen Kraft eingepresst ist. Da ist eine Laserschweißanlage drin, die mit Lasertechnik die Teile aneinander schweißt. Da sind Pick-and-Place-Stationen drin, um Positionierungen zu machen. Und das ist eigentlich wirklich das Kerngeschäft, das ist, was wir tagtäglich machen. Ja. Zu dieser tagtäglichen Arbeit gehört auch, dass Bauteile für die Maschinen eigens angefertigt werden. Meistens in geringer Stückzahl, wenn es sich nicht gleich um Einzelstücke handelt. Das zweite Standbein ist die Fertigung von Messvorrichtungen und Prüfständen, wie diesem hier, mit dem eine Schiffskupplung auf ihre Belastbarkeit hin getestet werden soll. Es ist der Bereich Scansys, das ist Messen, hochgenau. Und ganz besonders als Spezialität sind eben die dynamischen Prüfstände für Getriebe zu prüfen. Einmal für die Forschung, für die Entwicklung, aber auch in der Produktion. Also wenn Getriebe komplett montiert sind, werden die auf solch einen Prüfstand gebracht und getestet. Nun bauen solche Prüfstände und die Montageautomaten teilweise auf dem gleichen technischen Know-how auf. Für die Unternehmensstrategie hieß das aus zwei mach eins. Also die Automation und Scansys waren zwei Schwesterfirmen in der Mandos-Gruppe. Scansys war sonst in Herstal und ist dann auch nach hier Eupen verlegt worden, weil eine Zusammenarbeit auf die Jahre immer mehr entstanden ist. Und dann ist auch von der Gruppe gesagt worden, besser in einem Haus in Eupen zusammenlegen. Und dann ist auch irgendwann mal gesagt worden, also letztes Jahr denn, wir machen aus den zwei Firmen eine Firma. Bei Automation und Scansys in Eupen legt man Wert darauf, ein autonomes Mitglied der Mandos-Gruppe zu sein, die ihren Hauptsitz in den Niederlanden hat und unter anderem Niederlassungen in den USA, in Rumänien oder neuerdings in Indien. Jede mit ihrer eigenen Besonderheit. Ja, wir haben einen speziellen Produktbereich, die nicht gleich in den anderen Niederlassungen so gemacht wird. Das überlappt hier und da ein bisschen, aber das ist doch ziemlich speziell. Also von daher wird das nicht, das Ganze nicht gleich, kann das auch nicht gleich verlagert werden. Und was hier sicher spricht, ist zum Beispiel die Mehrsprachigkeit. Alle Leute, die in Kontakt kommen mit den Kunden, sind viersprachig, was auch sehr schwer irgendwo anders zu finden ist. Und das ist sicherlich ein Vorteil. Zur Sicherung des Standortes gehört auch, dass man sich gerade in Zeiten wie diesen umschauen muss, in Zukunftsnischen einsteigen, wie der Umwelttechnologie und neue Kundenkreise erschließen. Wir möchten auch gerne ein klein bisschen mehr weg von der Automobilindustrie, wo wir ja, bisher immer 60-70% von Umsatz machten. Und ja, durch auch die heutige Krise ist die Lage da nicht fantastisch bei diesen Betrieben.
Hier mit der Firma Separation aus Einatten haben wir eigentlich zusammen eine Maschine entwickelt mit sehr viel Know-how auch drin von der Firma Separation und eigentlich unser Einbringen, um Teile zu sortieren, was das Kerngeschäft ist von dieser Firma. Auch in dieser Hinsicht sind dem Erfindergeist keine Grenzen gesetzt.